Ja, servus Leute und ein herzliches Willkommen zum Freitagsvlog. Die letzten Tage ist bei mir nicht so viel passiert. Ich habe an der Nähmaschine ein bisschen rumgeschraubt. Ja, das soll passieren. Habe das Ding jetzt wieder hergerichtet, die funktioniert. Und ja, wettertechnisch, abends habe ich halt die Stelle sauber gemacht. Habe am Dienstagabend die Wiese ein bisschen gemäht, wo es nötig war, fürs Zaunversetzen. Und am Mittwoch, also gestern Abend, habe ich den ganzen Zaun dann versetzt. Das habe ich nicht gefilmt. Hatten wir schon mal, beziehungsweise ja, ich sage mal so, da bist du 2 Stunden drüber und es hat immer wieder mal dazwischen geregnet. Dummerweise ist immer so. Ja, auf alle Fälle der Zaun bei den Pferden ist versetzt. Und da schaut es nun jetzt dann so aus wie folgt. Musst du doch herscheißen. Da waren sie ja vorher und jetzt ist der Zaun da oben. Relativ langes Stück. Da futtern sie. Ja, in Wurmform sind sie jetzt erst. Deswegen schauen sie jetzt im Moment auch nicht strubbelig aus. Die haben vorgestern dann eine Wurmkur noch gekriegt, bevor ich die Koppel versetzt habe. Alle zusammen natürlich. Ja, und dann habe ich den Zaun darauf. Habe vorher mit der Sense ein wenig an den Weg gebahnt, dass ich da den Zaun schön aufstellen konnte. Holzböcke haben wir nämlich massiv. Da langt schon durch das niedrige Gras da durchzulaufen und du hast 5 Zecken an dir hängen. Das ist nicht schön. Deswegen habe ich vorher ein bisschen gemäht. Ja, und der positive Effekt davon ist, die haben Grünfutter und eine frische Koppel. Und ja, der Stall schaut so aus. Die letzten Tage war es immer so, bevor ich Zaun versetzt habe, hier hat es ausgeschaut wie Sau. Aber die haben eine frische Koppel und die nutzen sie natürlich jetzt dann mit neue Pisse- und Kackstellen aus. Und deswegen bleibt es hier drin ein bisschen sauberer. Klar, ein bisschen was ist immerhin, kannst du nicht ganz vermeiden, aber besser als vorher. Ja, ich mache das jetzt hier mal sauber und dann nehme ich euch dabei mit und wünsche euch viel Spaß. Thank you.
Test auf. Thank you.
So, Pferdestall ist fertig. Ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen Heu mit rein. Ich habe da dann noch so ein loses Material liegen gehabt im Stadel. Das ist eine Heustrohmischung, fressen sie auch. Und ja, so sieht es jetzt dann aus. Das nasse Zeug ist raus. Der Mist ist raus. Und da können sie nachts wieder schön liegen. Alles wieder einigermaßen sauber, so wie das halt gehört. Auch der Offenstall ist wieder sauber. Der schaut jetzt dann so aus. Wasser haben sie ja auch da stehen. Optimal. Und du spinnst? Hä? Du spinnst? Ja, geh her, komm. Ja, du schleichtest dich lieber. Ja, die Emma hockt schon hin. Und der Maggie. Maggie? Hm, Emma. Flucht. Gut, hier sind wir auf alle Fälle durch. Geht's noch zu den Schweinen und zu den Hühnern. Ja, Schweine und Hühner können dringend ausgemistet. Da sind wir wieder Zeit. Letzte Woche hat es geregnet. Dann hat es wieder nicht so schön funktioniert, weil wenn ich unten reinfahren will, ist das immer blöd. Aber jetzt fürs Wochenende ist es geplant. Ich wollte es eigentlich vor dem Wochenende machen, weil wenn das Wetter passt, will ich eigentlich schauen, dass ich die Äpfel jetzt trotzdem reinbringe. Auch wenn der Boden feucht ist. Wir hatten die ganze Woche noch keinen Regen. Aber natürlich heute wieder 10 Liter, ne? Das ist ja klar. Ich will mich nicht beschweren, Regen ist schön und gut, aber der hätte jetzt gerne bis Sonntag warten dürfen. Dann hätte es wegen mir regnen können. Naja, schauen wir mal, was das Wetter so bringt. Kartoffeln müssen auf alle Fälle in den Boden. Wir haben jetzt mittlerweile Mitte Mai. Und ich muss schon sagen, es wird langsam auch mal Zeit, dass es reinkommt. Sonst haben wir nämlich ernsthaft ein Problem. Im Juni brauchst du keine Äpfel mehr stecken. Vor allem, wenn ich mal angucke, andere haben sie im April schon rein. Aber alles wie es ist. Und ja, die Hanna möchte auch Hallo sagen. Was? Hm? Ja, so viel hierzu. Ja, als nächstes gibt es für die Hunde noch ein frisches Wasser. Ich habe die Eimer schon mit rüber. Da stehen sie. Und die wasche ich schnell aus und dann gibt es für die auch was Frisches.
Ja, immer mal wieder wird sich ja gewünscht, dass ich den Leo zeige. Und ja, ich glaube, manche Leute denken, der hängt den ganzen Tag bloß an der Leine und läuft nie rum. Ist aber falsch. Wenn ich Zeit habe und ja, wenn ich nicht Angst haben muss, dass er davon rennt, weil gerade wieder Läufigkeit für irgendwelche Hündinnen ist, beziehungsweise weil er gerade wieder spinnt und meint, er muss jetzt, dann darf er natürlich laufen. Ja, und da haben wir den alten Bär. Ja, Leo. Der Reilly freut sich immer. Oder jemand, den an die Ohren ziehen kann. Das ist immer schön. Ja, zwar der kleine Hund und der Gruser. Jawohl, die Kastanie gießen. Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was los? Schnaufst schon wieder wie ein Walross, hä? Alter Mo. Tja, die können noch ein bisschen laufen, während ich noch zu den Hühnern und Schweine gehe. Ja, ausmisten hätte ich heute gerne gemacht. Im Hintergrund hört man die Kirchenglocken, das heißt bei uns 6. Die läuten früh um 7 und abends um 6. Ja, und Sonntag natürlich zu der Kirche. Ja, da brauche ich jedenfalls nicht mehr anfangen, beziehungsweise, wie man sieht, es ist ja doch relativ feucht. Wenn ich da in die Wiese reinfahre, das hinterlässt bloß wieder Spuren. Und wenn es nicht sein muss, mag ich das nicht unbedingt. Jetzt muss ich halt gucken, das wird dann am Wochenende schon irgendwie werden und dann werden die da unten natürlich auch wieder ausgemistet. Ja, das sind immer so die Arbeiten, die halt anstehen, die zu machen sind. Und man schaut halt immer, dass man irgendwie alles unter den Hut kriegt, wenn man arbeiten geht. Ja, morgen werde ich, wie gesagt, wenn das Wetter so ist, wie es jetzt aktuell ist, mal Heu holen gehen. Und da haben schon einige geschrieben, ja, warum machst du das eigentlich nicht mit dem Ladewagen? Ja, der Ladewagen wäre natürlich eine Top-Idee. Das ginge wunderbar, weil auch mehr drauf geht. Problem ist aber, der steht ganz hinten drin und bis ich den rausgeräumt habe, da muss der Häcksler raus, dann muss der Schwader raus, dann muss die Presse raus, dann muss vorher ja noch der Kipper raus, dann bin ich vielleicht irgendwann nochmal am Ladewagen hinten dran. Und ja, wenn die Witterung so wie jetzt aktuell ist, das ganze Zeug hinausstellen, vor allem Presse und sowas, da bin ich nicht so der Fan davon, gebe ich ganz ehrlich zu. Von daher nehme ich den Kipper, der steht vorne dran, der ist extra ausgeleert. Es ist auch nicht so viel Heu, das sind 2 Kipperladungen. Die kriege ich drauf und dann ein Netz drüber und gut ist die Sache, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Auf alle Fälle geht es für mich einfacher und schneller, den Ladewagen durchaus, wenn ich ihn brauche, aber für den Zweck. Und warum presse ich es nicht vom Heustock? Ja, der Grund ist ganz einfach, da oben ist einfach viel zu wenig Platz. Das ist auch mit dem Ladewagen im Endeffekt das Problem. Die Scheune, die ist nur rückwärts zu befahren und wenn ich das dann runterhau, ich krieg's gar nicht über die Pickup geladen, das funktioniert nicht. Von daher, wenn ich es mit dem Kipper mache, fahre ich rückwärts nach, stoße nach, schiebe es oben drauf, haue ein Netz drüber und die Sache ist gut. Geht deutlich schneller, geht deutlich angenehmer und dann habe ich das auch. Ja, Leute. Bei den Schweinchen und Hühnern war ich vorhin dann noch und dann bin ich zum Abendessen aufgegangen. Heute gab es Baguettes und Äpfelmus dazu. Amo wieder was Feins. Oder besser gesagt Kartoffelpuffer. Wer Baguettes nicht kennt. Ja, und jetzt habe ich gerade auf der neuen alten Nähmaschine für meine Mutter noch ein paar Vorhänge genäht. Haben wir zusammen gemacht, sie hat gebügelt, ich habe genäht. Das Ding läuft. Erstmal 2 Nadeln abgebrochen, weil ich auf Stoff gezogen habe im letzten Moment. Dumm gelaufen, aber man lernt dazu. Ja, und die lässt sich eigentlich doch relativ fein dosieren, wenn man ein wenig aufpasst. Die rennt auf alle Fälle. Die kommt dann nochmal unter in den Keller, wahrscheinlich in den Hobbyraum oder in den Keller. Wissen wir noch nicht genau. Irgendwo einen schönen Platz. Auf alle Fälle hat die jetzt, ja, mittlerweile,
Ich schätze mal, das waren jetzt bestimmt 500 bis 600 Meter Garn gewesen sein, was sie verarbeitet hat. Dünne, feine Stichfolge, jeweils Doppelnähte. Aber die rennt in einer Tour. Brrrt, brrrt, brrrt. Wunderbar. Ja, so viel auf alle Fälle zu dem Stand. Die funktioniert. Tja, gibt es sonst noch irgendwas? Gute Frage. Irgendwas Aktuelles noch? Ja, wie gesagt, wie morgen das Wetter ist, muss ich mal gucken. Ich hoffe ja, dass es schön ist, dann könnte ich mal Hui holen. Und ansonsten mal gucken. Kartoffeln werden dann aufs Wochenende reinkommen. Und ich habe es vorhin von meinem Vater erfahren, ich kann eigentlich froh sein, dass ich sie noch nicht drin hatte. Ein Bekannter war nämlich drin, bei ihm in der Firma. Und hat noch gesagt, na, was macht ihr am Wochenende so? Und da hat er vorher gesagt, na, wahrscheinlich am Samstag dann die Äpfel neu. Was, die habt ihr noch nicht drin? Sagt der vorher, nö, noch nicht. Ja, aber eigentlich ganz gut, wenn ihr sonst nicht drin habt, weil die kalten doch, die waren jetzt da und meiner sind alle gefroren. Die haben rausgeschaut, die waren noch nicht angehäufelt, alle gefroren. Ja, sowas passiert. Die kalten Tage, wir hatten einmal sogar minus 1 Grad. Und wenn da die feinen Pflänzchen rausgucken, Johnny, du alter Rimpel, dann kann das natürlich schon passieren, dass die defrieren. Und ja, das ist einem Bekannten passiert, der hat schon gesagt, heuer braucht er keine Apfelkrumen, das konnte sich sparen. Von daher muss ich jetzt wieder sagen, bin ich froh, dass ich meine noch nicht draußen habe. Bei uns ist es, wie gesagt, nochmal kalt worden. Wir hatten ja am Anfang Mai sogar nochmal einen kleinen Schneesturm. Hier ist zwar nicht liegen geblieben, aber trotzdem Schnee. Von daher ist gar nicht so verkehrt, dass die noch nicht drin sind. Und mein Vater hat es gesagt, früher war es sogar so, oft einmal zum Kartoffelgraben hat es dann geschneit. Also selbst wenn ich die dann erst Ende Oktober oder Anfang November aus dem Feld rausgrab, stört dem Ganzen auch keinen Abbruch. Dann kommt es halt ein wenig später aus dem Boden raus. Aber dafür habe ich meine Ernte dann auch. Also von daher, ich tue mir da keinen Stress machen. Und wenn sie drin sind, sind sie drin. Sam hat ja auch schon geschrieben, er hat seine noch nicht drin gehabt. Also von daher, ich mache mir da keine Gedanken. Mitte Mai. Wie es kommt, so kommt's. Gut. So viel dann hierzu. Ja, jetzt bin ich gerade noch drüber gewesen, habe auch mal die ganzen Kommentare unter die Videos ein wenig zusammengefasst. Da waren noch einige Fragen. Und ja, unter anderem war da eine Frage, was für eine Armbanduhr hast du eigentlich? Kann ich euch sagen. Das ist jetzt dann quasi Werbung wegen Markennennung oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ist eine Fossil Q Explorist 4HR. Ich glaube, so heißt die. Ja. Eine Smartwatch mit Pulsmessfunktion und bla bla. Normalerweise so eine teure Uhr hätte ich mir nicht gekauft. Ich habe mir eine günstigere gekauft, eine gebrauchte Explorist 3 ohne die Pulsfunktion. Leider hat die den Dienst quittiert. Ist auf Garantie dann an Fossil gegangen und ja, die war nicht mehr reparabel. Deswegen habe ich die Entscheidung gekriegt, entweder ich kann so eine wieder haben oder ich kann was Gleichwertiges aus dem Shop raussuchen. Und im Shop war dann die verfügbar zum passenden Preis. Ich habe quasi meine wesentlich günstiger gekauft und habe jetzt da neue Uhr gekriegt. Also Respekt an die, echt sauber. Ja, deswegen habe ich die etwas teurere Uhr. Smartwatch, warum? Auf der Arbeit, wenn dann doch einmal eine Nachricht oder was kommt, so kann man mal schön nachgucken. Das ist ganz praktisch an sich. Ja, dann war noch eine Frage. Wo hast denn du eigentlich die ganzen Planen für dein KL300 her gehabt? Das kann ich euch auch sagen. Wieder Werbung wegen Markennennung. Die Planen habe ich bestellt im Internet. Trackerplanenservice.de. Der Inhaber ist der Herr Dirk Strank. Und die haben für Fritz Meier und ich glaube Pecoverdecke verschiedenste Materialien, Zubehörteile, Planen und Ersatzteile. Und das Ganze zum absolut annehmbaren Preis, wie ich finde. Andere Anbieter, die haben zwar gleichwertiges, aber entweder dann wesentlich teurer oder schlechteres Material. Und dann wäre es
vielleicht ein bisschen günstiger, aber ich habe gesagt, ich will so gut wie möglich Original haben und die haben Originalschnitt musste und von daher habe ich das dann bestellt. Ja, so viel auf alle Fälle jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich möchte mal ein ganz großes, dickes, fettes Dankeschön an alle rauslassen. Wir haben mittlerweile die 4500 Abonnenten geknackt. Da haben sie mir noch alle gratuliert zu die 4444. Jetzt haben wir mittlerweile die 4500. Vollster Respekt meinerseits. Ich danke euch allen sehr herzlich dafür. Freut mich immer wieder. Jeden Tag sind neue Abonnenten dabei. Immer wieder neue Kommentare unter die Videos. Dankeschön meinerseits nochmal. Freue ich mich auf alle Fälle. Auch wenn mir die ganzen Texte, die drunter stehen. Hier auf diese, an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal ein ganz großes Danke an alle. Mein Kollege, der Peter, Country Life Germany, hat es letztens auch in einem Video gesagt. Ein Dankeschön an alle. Unter anderem auch an uns. Und ich möchte das natürlich weitergeben. Auch an die anderen. Stefan von Sibbershusum, Röbershof, den Country Life Germany, Dreizylinder Power und wie sie alle heißen, Modelleiche, ganz klar. Die Unterstützung untereinander finde ich immer wieder klasse. Jeder gibt Tipps die anderen oder hat eigene Erfahrungswerte und eigene Erfahrungsberichte. Und dafür möchte ich auch euch nochmal allen danken. Es ist eine richtig schöne Community, die wir haben. Und ich finde, alle, die Landwirtschaftsvideos machen, die machen irgendwie ein Stück weit auch Aufklärungsarbeit und zeigen doch, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und dafür möchte ich auch ein ganz großes, dickes, fettes Dankeschön loslassen. Und damit würde ich sagen, entlasse ich euch jetzt dann alle in ein schönes Wochenende. Schauen wir mal, ob im Dienstagsvideo dann vielleicht meine Kartoffeln schon gesteckt sind, ob es da dann was zu sehen gibt. Oder ob das Wochenende wieder verregnet ist. Bis dahin auf alle Fälle mal ein wunderschönes Wochenende. Bis die Tage. Servus.